Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ich wollte mich auf diesem Rohatsu auch mit verschiedenen Aspekten des Mitgefühls beschäftigen, weil mich das Mitgefühl nämlich auch ständig beschäftigt. Und deshalb beginne ich heute mal mit einem Zitat des Dalai Lama in seinem neuen Appell an die Welt: Seid Rebellen des Friedens. Womöglich habe ich das schon mal vorgelesen, das schadet aber nichts. Er schreibt in diesem kleinen schwarzen Büchlein: Das Zeitalter des Mitgefühls ist angebrochen. Warum? Weil Mitgefühl lebenswichtig ist. Man hält es zu Unrecht für ein nobles Ideal, ein schönes, jedoch wirkungsloses Gefühl. Ihr seid in solch individualistischen und materialistischen Gesellschaften aufgewachsen, das Mitgefühl zu zeigen für euch mit Schwäche verbunden ist. Dabei vergisst man, dass Mitgefühl vor allem die Energie ist, die uns am Leben hält. Zudem ist das Leben auf unserer Erde heute mehr denn je bedroht. 2/3 der Wirbeltiere sind verschwunden. Überall auf der Erde, in der Luft und in den Weltmeeren verschwindet das Leben. Diese 6. massive Auslöschung der Arten hat nach dem Verschwinden der Dinosaurier von der Erde die schwerwiegendsten Konsequenzen für unser Ökosystem und unsere Gesellschaften. Dass es so weit gekommen ist, dafür ist der Mensch selbst verantwortlich, begünstigt durch die modernen Technologien natürlich. Es ist also höchste Zeit für Mitgefühl, um die Art und Weise zu überdenken, wie wir mit der Erde umgehen und wie wir das Leben wieder zurückholen können. Dank der Erkenntnisse auf dem Gebiet der Neurowissenschaften verstehen wir heute die Natur des Mitgefühls besser. Die dort gewonnenen Erkenntnisse haben bewiesen, dass das Mitgefühl positive Effekte auf die Neurogenese, die Bildung neuer Neuronen im Gehirn hat, beginnend in der Schwangerschaft und schließlich das ganze Leben hindurch. Umgekehrt hemmt Aggressivität die Bildung von neuronalen Netzwerken, zerstört Nervenzellen im Gehirn und blockiert die Ausformung bestimmter Gene. Mitgefühl ist also essentiell für Wachstum und Neuroplastizität, sorgt für eine harmonische und optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und ist im Erwachsenenalter ein wichtiger Faktor für Selbstverwirklichung und Gesundheit. Der Buddha hat das, was Mitgefühl ist, immer wieder konkretisiert. In bestimmten Situationen, aber auch gegenüber bestimmten Gesprächspartnern. Zum Beispiel fragte ihn eines Tages mal ein Brahmane: Was kann ich tun,
um Gewissheit zu haben, dass ich zu Brahma komme, wenn ich gestorben bin. Brahma ist der höchste hinduistische Gott, ja. Und auch die Leute da in Indien hatten die Vorstellung, wenn sie gestorben sind, könnten sie vielleicht im 33. Tushita-Himmel oder sonst wo landen, ja, jedenfalls irgendwo in der Nähe von Brahma. Der Buddha hat diese Auffassung von nachirdischem Leben nicht geteilt, ja. Aber er hat allen Menschen ihren Ausgangsglauben gelassen, weil es ihm wichtig war, diesen Ausgangsglauben, diese Wurzel, religiöse Wurzel, zu respektieren. Also Muslime hat er zwar nicht gekannt, aber denen hätte er gesagt, die sollen das glauben, die Juden sollen das glauben, was für sie wichtig ist. Die Christen sollen das glauben, was für sie wichtig ist. Und trotzdem hat der Buddha sich sozusagen den Bestrebungen dieser verschiedenen Religionen, irgendwie zum Höheren zu kommen, sich offen gezeigt mit seinen Anregungen. Und diesem Brahman gab er natürlich auch eine Anregung. Und zwar sagte er ihm, da Brahma die Quelle des Mitgefühls ist, musst du, um bei ihm zu sein, die Brahma-Viharas praktizieren. Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Das sind die vier Aspekte des Mitgefühls, die der Buddha konkretisiert hat und die er bezeichnete als eben Wohnstätten der Liebe, Wohnstätten Brahmas. Ja. Und diese vier Aspekte des Mitgefühls, also auf Sanskrit, ja, Maitri oder Metta, Karuna, also Karuna ist vorbehaltlose Anteilnahme an anderen Menschen, ja. Mudita ist sowohl Freude als auch Mitfreude. Und Upeksha ist das Mitgefühl in der Gestalt des anteilnehmenden Gleichmuts, der anteilnehmenden Gelassenheit. Das bezieht sich auf das Beobachten von Prozessen in unserer Umgebung, dass wir im innerer Gefasstheit das wahrnehmen können, das Auf und Ab des Leidenstiftens und Freudeschaffens, ohne dass wir da den Impuls verfolgen, wir müssen da jetzt eingreifen. Ja? Eingreifen tun wir vorher. Eingreifen tun wir, wenn es um Maitri geht oder Metta, wenn es um Mudita und wenn es um Karuna geht. Und der Buddha oder diese Brahma-Viharas, diese Wohnstätten des wahren Mitgefühls, die werden auch grenzenlose Geisteszustände genannt. Ja? Und zwar deshalb, weil sie, wenn wir sie täglich praktizieren, ins Unermessliche wachsen können. So weit, bis sie eines Tages die ganze Welt umfassen. Also das ist ein nach oben offener Wachstumsprozess, der anders ist als das Wachstum, von denen uns die Ökonomen erzählen. Ja, 3% mehr Wachstum oder in Deutschland zurzeit gerade mal negatives Wachstum. Wer weiß, was das schon wieder ist. Ja, es scheint zurückzugehen oder so. Das Wachstum,
das durch die Praxis des Mitgefühls in die Welt gebracht wird, ist unbegrenzt. Das heißt, wir brauchen nicht zu befürchten, dass unsere Batterie alle ist, wenn wir anderen Menschen mit Mitgefühl begegnen oder uns selbst mit Mitgefühl begegnen. Viele Leute haben so ein Batteriemodell von ihrer Energie. Und tatsächlich ist es so, wenn wir Mitgefühl nutzen oder Mitgefühl anwenden, dass wir sofort eine Rückkopplung empfinden, dass unsere eigenen Kräfte jetzt gewachsen sind. Ja? Es ist nicht so, dass wir denken, oh, das hat mich jetzt aber ausgelaugt, oh, sowas mache ich nicht normal. Nein. Wenn wir tatsächlich Mitgefühl im Sinne dieser vier grenzenlosen Geisteszustände anwenden, dann ernährt uns das, dann macht uns das stärker, dann bringen wir Energie in die Welt, die für die Welt Heilung bedeutet. Ich habe mich oft gefragt, was mache ich jetzt in dieser komischen Zeit, wo die da wieder millionenfach übereinander herfallen und sich zerstückeln und mit Kriegen und alles, was wir doch für Ökologie und Rettung der Welt besser gebrauchen können, das wird in Granaten und Raketen investiert und verpulvert als Umwelt und Atmosphäre zerstörend und menschliche Leben zerstörend, unseren Planeten. Ja. Was machen wir? Und ich bin dazu zurückgekommen, dass das Einzige, was hilft, ist, Mitgefühl zu kultivieren. Natürlich auch mit all diesen Beteiligten da, ja. Aber auch mit uns selbst. Und der Buddha hat diese vier grenzenlosen Geisteszustände, diese vier Brahma-Vihara, als zentralen Bestandteil seiner Lehre angesehen. Ja. Es gab immer einige Kommentatoren nach dem Buddha, also Sutra-Kommentatoren, die gesagt haben, diese vier Brahma-Vihara, diese vier Aspekte des Mitgefühls, nee, das ist nicht die höchste Lehre des Buddha, weil das trägt ja wahr nicht wirklich zur Befreiung von Leiden bei. Wir sehen ja, Leiden ist überall und so weiter. Also diese Lehre kann es nicht sein. Aber der Buddha sagte einmal zu Ananda, unterweise die jungen Mönche in der Praxis dieser vier grenzenlosen Geisteszustände. Und sie werden sich sicher, stark und freudvoll fühlen, ohne körperliche oder geistige Beschwernisse. Sie werden für immer wohlgerüstet sein, um den reinen Weg eines Mönchs zu beschreiten. Und bei einer Gelegenheit besuchte eine Gruppe von Buddha-Schülern das Kloster einer benachbarten Sekte. Und die dortigen Mönche fragten dann, uns ist zu Ohren gekommen, dass euer Lehrer Gautama die vier grenzenlosen Geisteszustände lehrt. Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Unser Meister lehrt das Gleiche. Worin besteht denn der Unterschied? Die Schüler des Buddha wussten darauf keine Antwort. Naja, und als sie in ihr Kloster zurückgekehrt waren und den Buddha danach fragten, da erklärte dieser, wer die vier grenzenlosen Geisteszustände zusammen mit den sieben Faktoren des Erwachens, den vier edlen Wahrheiten und dem edlen achtfachen Pfad praktiziert, wird tiefe Erleuchtung verwirklichen. Also,
wir sind mit Mitgefühl auf einem sehr guten Weg, auch wenn es nicht gleich überall Zurückhalt von Begeisterung. Ja. Ich habe in letzter Zeit öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn man für Mitgefühl eintritt, auch in der jetzigen Situation, dass man als lebensfremd oder irgendwie nicht ganz richtig im Kopf angesehen wird. Ja. Überall wird man aufgerufen zur Parteinahme. Gegen Corona-Impfung, für Corona-Impfung, gegen Waffenlieferung, für Waffenlieferung. Überall begegnest du dieser Schere, die die Menschen eröffnen und dich versuchen, zu einer Entscheidung in diesem Sinne zu bewegen. Das ist nicht hilfreich. Im Gegenteil. Es versperrt genau den Weg, den wir einschlagen könnten, um Heilung zu bewirken. Und wie gesagt, ich predige das ja schon seit einiger Zeit, dass Mitgefühl und Weisheit die Werte der Zukunft sind. Ja? Freiheit, Mitgefühl, Weisheit. Davon gehe ich aus. Das wird eines Tages dies Denken ablösen, was im Augenblick noch vorherrscht. Naja, die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier zusammensitzen in Meditation, da gibt es noch ein paar Dinge, die wir mit uns selber klären können, um wirklich zugewandt zu sein dem Leben im Großen und Ganzen und unseren Partnern, mit denen wir zu tun haben im konkreten Leben, Menschen, die wir eigentlich kritisieren oder die wir verurteilen und so weiter. Ja? Und eigentlich bedeutet diese liebende Zuwendung von Maitri vor allem erstmal ein Akt uns selbst gegenüber. Uns selbst gegenüber mit Mitgefühl zu kommen. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Da ist es wichtig, dass wir in unserer Meditationspraxis auch in der Erforschung von uns selbst dieses Mitgefühl tatsächlich beherzigen. Und wenn wir uns da so kritisch betrachten in der Meditation, was mache ich gerade in meinem Leben, was habe ich da gestern getan und wie sitze ich hier heute und so weiter, dass wir tatsächlich Maitri anwenden, also Mitgefühl uns selbst gegenüber. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich uns selbst mit großem Interesse und Neugier begegnen, um uns damit anzufreunden, wie wir jetzt und hier sind. Viele wünschen sich immer den spirituellen Schönheitssalon, ja? Nach so einem Session mit neuer Locke und so weiter. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, sich selbst gegenüber ehrlich sein zu können. Uns wirklich anteilnehmend, aber präzise anzuschauen. Mit Interesse an dem, was in uns so an Soheiten zu finden ist, um zu verhindern, dass wir immer wieder ständig und immerzu vor dem gegenwärtigen Augenblick wegrennen. Wir versuchen das so oft zu vermeiden,
uns damit zu konfrontieren, uns anzuschauen, so wie wir sind. Dabei ist es nicht schlimm. Man braucht ja nur der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Und es ist nicht der Punkt, daraus jetzt ein Problem zu machen, wie wir sind, sondern der entscheidende Punkt ist, einfach anzuschauen, wie und was in uns lebendig ist. Mit allem, was wir mal als Schatten und Kritik und so weiter tatsächlich auch angesehen haben, mit all dem, was uns ausmacht. Und dabei unsere Neugierde zu paaren mit einer Sanftheit uns selbst gegenüber und einer gewissen Gutherzigkeit, zu wissen, dass wir immer schon das Beste getan haben, was wir in dem Augenblick, wo wir gehandelt haben, glaubten, tun zu können. Das ist ja irgendwie das Natürliche, ja. Auch unseren Eltern versuchen wir das ja nach und nach zuzugestehen, dass sie in der Situation, wo wir klein waren und wo wir gedacht haben, in was für einer schaurigen Welt bin ich hier gelandet, dass sie das Beste versucht haben, für uns zu tun, was sie in dem Augenblick wussten. Und es ist ein Schicksal von uns Menschen, dass wir erstmal aus dem Irrtum starten, dass wir von Illusionen erstmal geleitet werden und dass es eben auch einer Möglichkeit bedarf, um das zu entdecken. Und wenn wir tatsächlich mit Präzision, Offenheit und Sanftheit uns selber beobachten, ohne uns verbessern zu wollen. Also, wenn ich meinen Computer aufschlage, dann kriege ich zig Mails, wie ich mich optimieren kann, was ich noch besser machen kann. Alles ganz leicht, habe ich ja gestern schon gesagt. Nee. Annehmen. Annehmen, was ist. Annehmen, wie wir sind. Dazu stehen. Und nicht rumzumoralisieren. Das ist der Weg, den wir einschlagen können in der Meditation. Mit uns einfach ehrlich zu sein. Und wenn wir das tun, uns selbst mit gütigen Augen anzuschauen, ja, dann werden wir vielleicht feststellen, dass wir viele Dinge selbst machen, die wir an anderen Menschen kritisieren. Ja? Tun wir selbst auch. Wir kennen es von uns selbst. Ich mache in meinen Kursen ab und zu so eine Übung. Da fordere ich die Kursteilnehmer auf, an ihren Lieblingsfeind zu denken. Und dann bitte ich sie, auf einer nach unten offenen Skala mindestens 4 Ausdrucksformen dieses Menschen aufzuschreiben, unter denen sie leiden und so weiter. Und dann machen die meistens eine längere Liste. Und dann sage ich, ja, und nun gucken wir auch mal, jeder Mensch ist ja eine Mischung. Die haben doch vielleicht auch was Erfreuliches an sich, ne? Schreib doch da auch mal mindestens 4 Punkte auf. Und das schaffen wir dann auch. Und dann tun wir den Zettel beiseite und ich erzähle über Projektionen und den Individuationsprozess, den Jung sieht, ja, wie wir uns entwickeln können und so weiter. Und nachdem ich mich da ausgelassen habe, bitte ich sie, den alten Zettel wieder rot vorzukramen und über dieses Plus-Minus ihren eigenen Namen zu schreiben, um zu festzustellen, was sie an den Qualitäten, die sie aufgeschrieben haben, von sich selbst schon kennen. Sehr instruktiv, ja.
Und dann gibt es meistens keine Probleme. Mindestens 50% der Punkte werden erstmal abgehakt, weil man das von sich selbst kennt. Und dann sage ich, im Zweifel kringelt ein, was ihr meint, das mit euch nicht so wirklich in Verbindung zu bringen ist. Und dann kreisen ja einige Eigenschaften ein. Und später machen wir eine Bekennerrunde. Aber vorher geht es noch darum, wie geht man mit diesen eingekreisten Dingern um. Und dazu sagt Jung, es gibt Dinge in unserem emotionalen Universum, unserem psychischen Universum, die wir nicht selbst auszudrücken uns trauen. Und dafür brauchen wir andere, weil es kommt im Universum vor und die müssen das dann stellvertretend für uns tun. Und da stand da mal ein junger Mann auf und sagte, ich entstamme einer westfälischen Adelsfamilie. Ich habe hier eingekreist, heuchlerisch und betrügerisch. Diese Qualitäten sind in meiner Familie seit 400 Jahren nicht mehr aufgetaucht. Da sagte ich, was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich bin Bewährungshelfer. Ich sage, ach, ist ja interessant. 8 Stunden lang am Tag Heuchler und Betrüger um dich herum, ja? Also, was wir selber nicht zu uns nehmen können, das müssen andere für uns ausdrücken. Und wenn wir diese Mechanik mal durchschaut haben und wenn wir merken, Gott, wir können doch diese Qualitäten auch bei uns selber verorten, das fördert unsere Fähigkeiten, Freundschaften zu schließen mit all jenen Menschen, die wir als abstoßend, kritikwürdig und so weiter beurteilen, und gibt uns die Möglichkeit, unsere liebevolle Zuwendung auch auf diese Menschen auszuweiten, weil wir uns selber das nicht mehr übel nehmen. Weil wir es bei uns selber akzeptieren. Ja, und jetzt noch ein kleines Beispiel aus dem gegenwärtigen Leben, in dem ich mich bewege. Im Lebensgarten gibt es eine Person, einen Mann, der schon seit längerer Zeit durch gewisse jähzornige Ausbrüche aufgefallen ist. Ja. Der kann sich manchmal nicht zurückhalten und wird dann aggressiv. Und ganz besonders unangenehm war das für seine Frau, die sich inzwischen von ihm getrennt hat. Und er hat diese Trennung nicht richtig akzeptiert und verfolgt sie mit allen möglichen Sachen, ja, fährt nach Hamburg in ihre Seminare, erscheint da mit einer Totenmaske und sagt, ich werde euch alle holen. Und das ist ein Sing-Seminar, ja, also ist natürlich shocking, ja. Und auf diese Art und Weise verübt er da manchmal so unangenehme Dinge. Und das hat dazu geführt, dass der Lebensgartenverein ihm versucht hat, Hausverbot zu erteilen. Er ist ja nun Mitglied im Verein und er hat hier ist Eigentümer eines Hauses. Und er hat das nicht akzeptiert und dann haben die da prozessiert und so. Alles unschöne Dinge. Und eine Lebensgärtnerin, die war besonders betroffen, weil sie ihn so markig kritisiert hat, hat er ein Hakenkreuz gemalt auf eine Gartenhütte von ihr. Und neulich hat er da einen Spruch hingelegt, wenn man in unseren Einkaufsladen gehen will, dann muss man diesen Weg nehmen.
Und da steht dann drauf, oder stand da, es wurde nachher weggescheuert, willkommen bei den Nazis. Ja. Also gut. Dieser Mensch, der kommt ab und zu zur Meditation in die Sendo und auch in die Teerunde. Und da verhält er sich unauffällig und sagen wir mal so, er weiß, dass ich ihm schon einmal vergeben habe. Denn vor 20 Jahren in einer heftigen Auseinandersetzung, wo ich so dazwischen gegangen bin und ihn festgehalten habe, damit Schlimmeres nicht passiert, da hat er mich in die Hand gebissen. Hier habe ich noch eine Narbe, könnt ihr jetzt nicht sehen. Ist immer noch da. Und das war natürlich, ich blutete damals wie ein Schwein und so weiter. Aber ich habe mich mit ihm ausgesprochen, mich mit ihm versöhnt, ja. Und dann sitzt er da manchmal bei mir in der Teerunde. Und die anderen, die jetzt seine engagierten Feindinnen sind, die haben, also eine von denen, die mit dem Hakenkreuz auf ihrem Gartenhaus sind, die hat mich angesprochen und unter Tränen verlangt, dass dieser Mensch auf keinen Fall in die Meditation kommen darf und auf keinen Fall in den Teeraum, weil der Lebensgarten ihm Hausverbot erteilt hat. Und ich habe gesagt, nee, ich habe dazu eine andere Auffassung. Diese Bereiche, die Sendo und der Teeraum, die gehören zu der Sphäre der Welt jenseits von richtig und falsch. Da darf jeder hinkommen. Da gibt es kein richtig und falsch. Und wenn dieser Mensch irgendetwas an Klarheit über sich selbst gewinnen sollte oder könnte, dann doch am ehesten im Raum der Stille, wenn er sich selber sich vorknöpfen kann in der Meditation. Das könnte ihn weiterbringen. Warum ihn also genau von dieser Möglichkeit ausschließen? Gut, also damit ecke ich zurzeit an, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber die Welt von Mitgefühl und liebender Güte, die ist nicht so, dass man die Position bezieht und sagt, das ist mein Gegner für alle Zeiten, der gehört hier ausgeschlossen und so weiter und so fort. Das ist ein Albtraum, wohin man da gerät. Und das kann man bei diesem Beispiel auch eindeutig sehen. Also da werden weiterhin Anzeigen erstattet und Polizei geholt und so weiter. Alles Akte der Hilflosigkeit, die zeigen, dass unser Mitgefühl noch entwicklungsfähig ist, ja, an der Stelle. Ja, und das ist eben meine Auffassung, dass wir tatsächlich unser Mitgefühl im Sinne dieser grenzenlosen Geisteszustände entwickeln sollten, die keine Schranken setzt, vor wem auch immer, sondern das Mitgefühl akzeptiert als eine kosmische Qualität, ein Feld, das grundsätzlich alles Lebendige durchzieht und dessen Wahrnehmung wir auf jeden Fall nach allen Kräften fördern sollten. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.